Liebes Publikum hier in der Patriotischen Gesellschaft, liebe Zuschauer im Livestream, einen schönen guten Abend und ein sehr herzliches Willkommen zu einer Präsenzveranstaltung, zur Veranstaltung Doppelte Integration der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und des Europakolleg Hamburg. Mein Name ist Jana Werner, ich bin Politikjournalistin, schreibe unter anderem für die Welt und Welt am Sonntag und freue mich wirklich sehr, Sie durch die nächsten etwa 75 Minuten zu begleiten. Wir nähern uns heute Abend nämlich den Folgen eines historischen Ereignisses, bei dem wohl viele von uns sich noch sehr gut daran erinnern, wie sie diesen Moment damals erlebt haben. Am 3. Oktober 1990 feierte das Land den Tag der deutschen Einheit. Zugleich jedoch trat die damals der Europäischen Gemeinschaft, also der EG, bei, der Vorläuferin der Europäischen Union. Über dieses Wechselspiel, dieser doppelten Einigung, wissen wir aber 31 Jahre nach dem Ende der deutschen Teilung immer noch recht wenig. Das ist nicht meine Erkenntnis, sondern die Erkenntnis unserer beiden Protagonisten heute Abend, den Historiker Professor Dr. Kieran Patel und den Schriftsteller Ingo Schulze, die ich an dieser Stelle schon einmal sehr herzlich begrüße. Und aufmerksame Beobachter werden es vielleicht gemerkt haben, Ingo Schulze kann kurzfristig leider zumindest nicht hier live und in Farbe bei uns sein. Er ist trotz doppelter Impfung positiv auf Corona getestet. Jetzt aber die positive Nachricht: Wenn alles klappt in Zeiten der Digitalisierung, dann ist er uns gleich live zugeschaltet, sodass wir wie geplant miteinander ins Gespräch kommen. Denn laut Ingo Schulze und Kieran Patel übersehen wir nach wie vor Konsequenzen, Chancen dieser Prozesse, wollen wir heute Abend ergründen und dabei auch klären, ob die Probleme zwischen Ost und West hierzulande, also diese aktuellen Probleme, vielleicht mehr mit Europa zu tun haben, als wir bislang wahrgenommen haben. Zunächst, so sieht der Ablauf des Abends aus, werden die Gesellschaft der europäischen Reform. Und damit Sie, liebe Zuschauer hier im Saal und auch draußen im Livestream, wirklich wissen, mit wem Sie es gleich zu tun bekommen, möchte ich Ihnen beide Herren zumindest noch ein bisschen näher vorstellen. Kieran Patel ist Professor für Europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er forscht zur Europäischen Union und ist der erste Scholar in Residence der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und des Europakolleg Hamburg. Die Veranstaltung heute Abend ist zugleich der Auftakt zu einer Tagung, die sich mit dem Verhältnis zwischen der deutschen Einheit und der Entstehung der EU auseinandersetzt. Ingo Schulze, gebürtiger Dresdner und Wahlberliner, studierte klassische Philologie und Germanistik, ehe er zum preisgekrönten Schriftsteller. Seine Werke erscheinen in 30 Sprachen und in diesem Jahr veröffentlichte er mit Dresden Wiedersehen einen Textband über die aktuelle Stimmung in seiner Geburtsstadt. Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal, im Livestream freuen Sie sich nun zunächst auf einen etwa 20-minütigen Impuls von Kieran Patel. Direkt danach im Anschluss auf ebenfalls etwa 20 Minuten dauern werden. Und dann laufen Sie bitte nicht davon, denn danach kommen wir miteinander ins Gespräch. Bitte sehr, Herr Patel. Frau Werner, zunächst mal herzlichen Dank für die freundliche Einführung und von mir auch nochmal an die Helmut-Schmidt-Stiftung und das Europakolleg herzlichen Dank für die Organisation dieses ganzen Programmes und alles, was dahinter steckt, um das heute Abend möglich zu machen. Wir haben uns ein etwas experimentelles Format ausgedacht und insofern möchte ich meinen kurzen Vortrag mit einer ganz persönlichen Reflexion beginnen. Denn der 3. Oktober 1990, von dem wir schon gehört haben, der war für mich ein Festtag. Und das hatte weniger mit der deutschen Einheit zu tun, als damit, dass das Datum auf meinen 19. Geburtstag fiel. Zwei oder drei Freundinnen und Freunde fielen zu Hause ein, man trank Sierra Tequila vom anderen Ende der Welt und das lokale Bier keine 5 Kilometer entfernt gebraut. Eine für die südwestdeutsche Provinz der damaligen Zeit wahrscheinlich recht repräsentative Mischung aus Altbekanntem und Weltorientierung. Das Motto des Festes war: Hier wird Geburtstag gefeiert und zwar richtig. Lediglich einer der Eingeladenen fuhr stattdessen lieber für die öffentlichen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit nach Berlin. Das nahm ich ihm nicht übel, ich war aber nicht der Einzige, der seine Entscheidung relativ uncool in der Sprache der damaligen Zeit auch schon fand. Er meinte, wir würden einen historischen Moment verpassen
Und ob er deswegen Arzt wurde und ich Historiker, das sei einmal dahingestellt. Im engeren Freundeskreis waren wir uns einig, dass die Einheit in Form des Beitrittes der sich auflösenden DDR zur Bundesrepublik ein Fehler sei. Wir lasen Milan Kundera und wenngleich uns die unerträgliche Leichtigkeit des Seins näher stand als seine Überlegungen zu Zentraleuropa, sahen wir die Entwicklungen in den zurückliegenden 11 Monaten als verpasste Chance. Die friedlichen Revolutionen, die wir bewunderten, entwickelten sich nicht zu Politso-Kraft für den Westen in einem sich neu findenden Europa. Und nirgendwo schien das utopische Potenzial des Umbruchs schneller zu verglühen als in Deutschland. Denn als sich die Schwaden des Umbruches und des ersten Überschwangs verzogen, traten die Umrisse eines sich aushärtenden Gehäuses national orientierter Realpolitik immer deutlicher hervor. Die postnationale Zukunft, die gerade diejenigen von uns mit Migrationshintergrund besonders herbeisehnten, zerstob mit atemberaubendem Tempo, politisch, aber auch im Alltag. Und nichts verdeutlichte Letzteres für mich mehr als jene Reichskriegsflaggen, die ich in jenem Sommer erstmals in der Öffentlichkeit fliegen sah. Die Fußballweltmeisterschaft war nach dem Ende des Kalten Krieges, erwachten wir somit in der zweiten Halbzeit der Ära Kohl. Politisch, wenn Sie so wollen, schien die Party abgeblasen, bevor sie richtig begonnen hatte. Deswegen also lieber Geburtstag als Einheit. An den 1. Juli 1990 habe ich weniger Erinnerung. An jenem Tag kreuzten sich zwei historische Prozesse, die aber unterschiedlicher kaum hätten sein können. Die DDR führte an jenem Sommertag die westdeutsche D-Mark anstelle der DDR-Mark ein. Und das bildete die zentrale Voraussetzung für die Einheit rund 3 Monate später. Bundeskanzler Helmut Kohl fasste das in einer Fernsehansprache am Abend des Tages so zusammen. Der Tag sei, und ich zitiere ihn, der entscheidende Schritt auf dem Weg zur deutschen Nation. Der 1. Juli 1990 brachte aber nicht nur die deutsche Mark offiziell in die DDR. Merkwürdigerweise war der Moment des größten Triumphes der westdeutschen Währung zugleich der Ausgangspunkt ihres Endes. Denn am selben Tag trat die erste Stufe der Europäischen Währungsunion in Kraft. Davon erwähnte Kohl in seiner Fernsehansprache nichts. Und während also die einen die deutsche Mark als Aufbruchssignal in eine bessere, eine nationale Zukunft feierten oder mit Ängsten in eine gesamtdeutsche Zukunft schauten, waren andere längst dabei, genau diese gemeinsam gewordene Währung auf europäischer Ebene wiederum aufzulösen. Und manche wie Kohl taten sogar beides zugleich. Der Kanzler wiederholte an dem Tag zudem einmal mehr seine Formel, dass sich der Osten, und Sie kennen das Zitat, schon bald in blühende Landschaften verwandeln werde. Die versprochenen blühenden Landschaften stellten sich bekanntlich nicht in dieser Form ein. Und während alle auf die deutsche Mark schauten, blieben viele Veränderungen, die jener 1. Juli einläutete, versteckter. Mit dem damaligen Staatsvertrag übernahm die DDR nicht nur die deutsche Mark und wesentliche Teile der westdeutschen Rechtsordnung, vielmehr galt fortan in vielen Fragen zugleich das Recht der Europäischen Gemeinschaft. Bis zum 3. Oktober, das hat Frau Werner schon angedeutet, bildete die DDR mit dieser eine Zollgemeinschaft und mit der deutschen Einheit wurde das Gebiet der DDR dann ganz Teil der Europäischen Gemeinschaft. In der Geschichte der heutigen Europäischen Union bildet 1990 die einzige Erweiterungsrunde, bei der kein neues Mitgliedsland hinzutrat. Eher der Kasuistik als der Mathematik folgend, drückte der Außenminister Hans-Dietrich Genscher dies in Bezug auf die damals 11 Mitgliedstaaten der EG zuzüglich der Bundesrepublik so aus. Die 11 plus 1 bleiben also 12. Während Kohls Diktum von den blühenden Landschaften polarisierte, ist dieses Faktum kaum bekannt. Und auch wir hatten 1990 die europäische Dimension des 3. Oktober kaum auf dem Schirm. In den neuen Bundesländern dürfte die Aufmerksamkeitsökonomie kaum anders gewesen sein. Stell dir vor, man tritt der Europäischen Union bei und keiner kriegt's mit. Das könnte das Motto gewesen sein. Bei der deutschen Einheit und der europäischen Integration handelt es sich somit um zwei Prozesse, die häufig getrennt voneinander betrachtet werden. In der Gegenwart Erleichterung und auch Last. Besonders intensiv war dieses Zusammenspiel der beiden Prozesse in der Phase von Frühjahr bis Herbst 1990.
Für die deutsche Frage entwickelte sich die EG erst zu einem Faktor mit wirklicher Schwungkraft, als einige andere Optionen bereits vom Tisch waren. Zuvor waren zwischen Sommer 1989 und Frühjahr 1990 auf deutscher wie auch auf der europäischen Ebene viele mögliche Perspektiven diskutiert worden. Die Umbruchsphase kam einem stark verdichteten Ereignisschub gleich, der bisherige Erfahrungshaushalte ebenso entwertete, wie er damit verbundene Gewissheiten und Erwartungshorizonte in Frage stellte. Eigentlich galt das für Ost wie für West, denn auch in der Bundesrepublik hatte niemand diese Zeitenwende erwartet. Unter dem Druck der Ereignisse gelang es der Regierung Kohl jedoch bald, das eigene Modell als alternativlos für die künftige Entwicklung darzustellen. Und auch in der Noch-DDR stieß diese Sicht bald auf immer mehr Anklang. Spätestens seit der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 stieß diese Sicht auf relativ breite Zustimmung, und zwar, dass eben ein schneller Beitritt der DDR zur Bundesrepublik auf Grundlage von Artikel 23 des Grundgesetzes in den Vordergrund rücken sollte. Davor jedoch viel von Konföderation und einem langen Weg zur Einheit die Rede gewesen, und auf internationaler Ebene hatten die Debatten sich kaum um diese EG-Dimension gedreht. Als dringlicher galten etwa die Haltungen der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die Frage der deutschen Ostgrenze oder auch die Potenziale der Konferenz. Es waren viele dieser offenen Fragen zwar keineswegs verbindlich geklärt. Ab März kristallisierte sich jedoch heraus, dass der deutsche Einigungsprozess den anderen Fragen den Takt zumeist vorgeben würde. Und da eben die EG ein zentraler Ankerpunkt westdeutscher europapolitischen Vorstellungen deutlich an Gewicht. Im gleichen Maße, wie sich politische Mehrheiten dafür ausbildeten, den Weg zum Beitritt über Artikel 23 zu wählen, gewann eben auch diese EG-Dimension an Bedeutung. Die EG, könnte man deswegen sagen, betrat die Bühne als eine Art Beifang des Beitritts zur Bundesrepublik, jedoch einer, der meines Erachtens langfristig unterschätzte, aber doch gewichtige Wirkung entfalten sollte. Der Beitrag der EG bestand so im Wesentlichen darin, dass sie das Vereinigte Deutschland tiefer im westlichen Bündnis verankerte und für drängende ökonomische Fragen Antworten auf technischer Ebene anbot. Das Ergebnis entsprach dabei ganz dem Stil der EG. Sie brachen nämlich mit der Frage, wie mit der DDR erstmals ein realsozialistischer Staat in die Gemeinschaft zu integrieren sei, ein politisches Problem von wirklich globaler Bedeutung im Wesentlichen zu einem Verwaltungsakt herunter. Statt Drama, statt Debatten und Emotionen, also Verwaltung, Verordnungen und Richtlinien. Ironischerweise entwickelte sich so mit der EG eine Institution, die im Wetter einer tragenden Brücke in eine neue Welt jenseits des Kalten Krieges. In der ersten Jahreshälfte 1990 bildete die Politik zunehmend strukturkonservative Züge aus, um die unübersichtliche Situation einzuhegen und die Zukunft zu zähmen. Die Kraft des im Westen Vorhandenen sollte damit also das grundlegend Neue gestalten. Keine Experimente, wenn sich diese ab Frühjahr 1990 dominierende Haltung für die EG in einen Bedeutungsbundesrepublik, für die Bundesrepublik, in eine Fortführung ihres integrationsfreundlichen Kurses übersetzte, dann hatte dieser Kurs wiederum für die DDR ganz andere Effekte. Sie nämlich wurde dadurch eher zu einem Objekt, denn zu einem gestaltenden Akteur. Zwar diskutierte man in den letzten Monaten der DDR nicht nur intensiv die deutsche Frage, sondern auch die europäische Option. Viele Ostdeutsche setzten angesichts des Umbruches auf Europa. Dabei handelte es sich, und das ist wichtig, jedoch nur selten um das Europa der EG, sondern vielmehr häufig um ein kulturell definiertes Europa oder etwa jenes der KSZE. Die Debatten wiesen noch im Frühjahr 1990 deutlich über die EG hinaus, als zum Beispiel die regierende SED-PDS Ende Januar 1990 ihr neues europaparativen Strukturen, die EG galt also ausdrücklich nicht als Blaupause. Das Wahlergebnis der Volkskammerwahlen vom März verwandelte alle Hoffnungen auf Autonomie dann sehr schnell in eine vergangene Zukunft. Die anderen Europas, könnte man sagen, neben dem Europa der EG, rückten damit an den Rand. Die schnelle Aufnahme in die EG brachte für Ostdeutschland Herausforderungen mit sich, die man meines Erachtens bisher zu wenig diskutiert hat.
Dass die DDR-Wirtschaft in den Wochen nach dem 1. Juli nämlich vollends implodierte und Millionen von Menschen arbeitslos wurden, hatte vor allen Dingen zwei Gründe. Den zwischen Ost- und Westmark vereinbarten Wechselkurs sowie die ökonomische Lage, in der die wachsen war. Allgemein marktwirtschaftliches System, sondern im Kern um die europäische Gemeinschaft mit ihrem konkreten Regelwerk, der die DDR nun beigetreten war. Sicherlich. Im Sommer 1990 wurden für einige Fragen Ausnahmen und Übergangsfristen vereinbart. Zum Beispiel galten die hohen Umweltvorschriften der europäischen Gemeinschaft nicht von Anfang an in der DDR. Im Vergleich aber etwa zur Süderweiterung der 80er Jahre, denken Sie an Griechenland, Spanien und Portugal, oder auch zu den Erweiterungsrunden postsozialistischer Staaten dann ab den 2000er Jahren, waren die Übergangszeiten für Ostdeutschland überaus kurz. Dass die DDR von allen postkommunistischen Staaten Europas die radikalste Schocktherapie durchlief, hatte also ganz wesentlich mit der europäischen Gemeinschaft zu tun. Das ist natürlich nur die eine Seite. Für die 5 1990 geschaffenen Bundesländer brachte die EG-Zugehörigkeit sehr wohl natürlich auch Vorteile. Dazu gehörten Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds. Bis 2006 sollte deren Summe sich allein auf rund 40 Milliarden Euro belaufen. Starke ostdeutsche Unternehmen und Wirtschaftszweige zogen etwa aus dem erweiterten Marktzugang oder der Freizügigkeit auch sehr wohl Nutzen. Vor- und Nachteile der EG-Zugehörigkeit lassen sich also nicht einfach gegeneinander aufrechnen. Tendenziell profitierten jedoch die gut ausgebildeten, die Jüngeren und die Flexiblen mehr als andere. Und vielleicht noch wichtiger als die ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung ist etwas anderes. Auf die Gestaltung ihrer EG-Zugehörigkeit konnten die Menschen in Ostdeutschland nämlich noch weniger Einfluss nehmen, als dies für ihre Teilhabe am politischen System der Bundesrepublik der Fall war. Der wenig beachtete europäische Faktor prägte fortan die Entwicklung, wiewohl sich die Debatte über die innerdeutschen Probleme bis heute weitgehend in nationalzentrierten Bahnen bewegt. Die Radikalreform, die die EG-Zugehörigkeit mit sich brachte, traf in der DDR des Jahres 1990 auf eine hochpolitisierte, zugleich sicherheitsorientierte, konsensdemokratische Gesellschaft. Als überaus problematisch erwies sich dabei zweierlei. Zum einen nämlich kursierten unrealistische Hoffnungen über die künftige Entwicklung. Das betraf nicht nur die bereits erwähnten kohlschen blühenden Landschaften. Auch in Brüssel nämlich ging man von überoptimistischen Szenarien aus. Im März 1990 erklärte etwa der EG-Kommissar für den Binnenmarkt, der deutsche Martin Bannemann, dass die DDR bald, und ich zitiere ihn, ein zweites deutsches Wirtschaftswunder erleben werde. Derartige Hoffnungen erwiesen sich jedoch binnen weniger Monate als abwegig. Zum anderen war äußerst problematisch, dass das Institutionengefüge der EG dem Mitwirkungsbedürfnis der Menschen in der späten DDR besonders wenig entgegenkam. Die wichtigsten Entscheidungen wurden über ihre Köpfe hinweg getroffen, die daraus folgenden schockartigen Veränderungen trafen sie dennoch mit unverminderter Härte. Im Vergleich dazu trugen in anderen Gesellschaften Ostmitteleuropas stärker Kräfte innerhalb der jeweiligen Gesellschaft den jeweiligen Transformationsprozess. Dessen Implikationen wurden dort intensiver diskutiert als in Ostdeutschland und die Veränderungen erstreckten sich über einen längeren Zeitraum. Dagegen blieb der EG-Anteil an der Transformation für die meisten Ostdeutschen weitgehend unsichtbar. Der Grund dafür lag darin, dass Brüssel keine eigenen Gesetze erließ und selbst nicht für die Umsetzung seiner Regeln zuständig war. Ein Großteil des EG-Rechts kam im Gewand westdeutscher Normen in die späte DDR und dann in das vereinte Deutschland. Brüssel verfügte nämlich über keinen eigenen Vollzugsapparat, der nur nach Wismar und Weimar, nach Wittstock und Wittenberg ausgeschwärmt wäre. Diese Aufgabe übernahm ihr Herr Schmidt aus Hamburg, Herr Hoffmann aus Solingen und Frau Meyer aus Saarbrücken. Wenn die Auflagen der europäischen Vergaberichtlinien, die Marktverordnungen für Milcherzeugnisse oder die Fonds der Brüsseler Strukturpolitik überhaupt eine Sprache sprachen, dann war diese im Zweifelsfall eher hessisch, schwäbisch oder bayerisch gefärbt als irgendetwas anderes. Zumindest gelegentlich blitzte die europapolitische Dimension der Probleme dennoch auf. Ein wichtiger Indikator bilden dafür Eurobarometer-Umfragen.
waren die Zustimmungswerte zur EG-Mitgliedschaft 1990 im Osten noch deutlich höher als im Westen Deutschlands, sackten sie bereits 1992 dramatisch unter das Westniveau und verharren dort bis heute. Die Europa-Euphorie war demnach genau so lange groß, bis man zu verstehen begann, was die EG, dieses konkrete Europa, eigentlich mit sich brachte. Und das Beispiel Großbritanniens und des Brexit lehrt meines Erachtens, wie falsche, wie hochfliegende Erwartungen bezüglich positiver Effekte einer EG-Mitgliedschaft langfristig sich in eine schwere Belastung verwandeln können. Offensichtlich handelt es sich bei Ostdeutschland um einen strukturell ähnlichen Fall. Zugleich zog der Nexus zwischen deutscher Einheit und europäischer Integration massive Konsequenzen für die alte Bundesrepublik nach sich. Denn genau zu jenem Zeitpunkt, an dem die westdeutsche Gesellschaft als postnationale Demokratie gerade bei sich selbst angekommen war, erfolgte ein Transformationsschub mit entsprechenden Anpassungsleistungen. Insofern löste, wie Philipp Thea argumentiert hat, der Umbruch von 1989 eine Co-Transformation in Ost und West aus, die allerdings asymmetrisch verlief. Im Osten war die Umwälzung unübersehbar, im Westen fand sie dagegen verzögert und schleichender statt. Die Bundesrepublik spielte aufgrund der deutschen Einheit fortan in der EG in einer anderen Klasse als die übrigen Mitgliedstaaten. Das erklärt sich aus der gewachsenen und der starken Wirtschaftskraft sowie eben der neu angestiegenen Bevölkerungszahl. Wenig überraschend, dass bald international von deutscher Dominanz die Rede war. Die Herausforderungen und Verantwortung, die sich aus der neuen Rolle im institutionalisierten Europa sich ergaben, wurden in den entscheidenden Monaten des Jahres 1990 auch zwischen Kiel und Konstanz jedoch kaum diskutiert. Die EG-Dimension des Einigungsvertrages kam unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit auch in Deutschland zustande. In der Bevölkerung gab es insofern keine große Debatte darüber, was es heißen würde, als mit Abstand größtes und wichtigstes Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft und dann der Union diesem Verbund anzugehören. Kurzfristig machte sich die Co-Transformation durch europäische Einigung hauptsächlich in einem Zusammenhang bemerkbar, der für Westdeutschland nicht als Machtgewinn, sondern eher als Verlust wahrgenommen wurde, nämlich dem Projekt der europäischen Währung, das ich eingangs schon erwähnt hatte. Dieses war zwar auf Experten- und auf Spitzenebene bereits jahrzehntelang diskutiert worden, stieß in der Bundesrepublik jedoch auf wenig Gegenliebe. Seit 1949 hatte sich die Deutsche Mark mit ihrer Stabilitätskultur zum Markenkern in der fragilen politischen Identität des westdeutschen Provisoriums entwickelt. Insofern ging es ans Eingemachte, wenn ausgerechnet die westdeutsche Währung vergemeinschaftet werden sollte. Häufig hört man, dass die Aufgabe der Deutschen Mark der Preis war, damit die europäischen Mächte die deutsche Einheit akzeptierten. Aufgrund des langen Vorlaufs des Projektes, der mit ihm verbundenen ökonomischen Dimensionen und des Motivs deutscher Selbstbindung ist diese Sicht jedoch verkürzt. Klar ist aber auch, ohne diesen Nexus zur deutschen Einheit wäre die Bundesregierung nicht bereit gewesen, die währungspolitische Souveränität so schnell und auch gegen so geringe Konzessionen aufzugeben. Nicht nur die DDR-Bevölkerung wurde dabei übergangen, dasselbe gilt eben auch für die Westdeutschen. Als das Währungsprojekt aufbauend auf der am 1. Juli 1990 eingeleiteten ersten Stufe im Verlauf der 90er Jahre immer weiter Form annahm, wurde zivilgesellschaftliche Kritik an Entscheidungen schnell als antieuropäisch abgestempelt, eine ehrliche Debatte unterblieb. Hier zeigte sich das kalte, das technokratische Gesicht des Einigungsprozesses, woran die Regierung Kohl auch maßgeblich Anteil hatte. Um damit zum Schluss zu kommen, damit wir zum Beitrag von Herrn Schulze übergehen können. Ein Geschenk, das ich am 3. Oktober 1990 bekam, das liegt heute irgendwo noch in einer Speicherkiste. Ein leicht ramponiertes, ein golden lackiertes Playmobil-Männchen mit Sierra Tequila Sombrero auf dem Kopf und einem Trinkbecher in der Hand. Damals ein Geschenk für den sogenannten Tequila-König. Für mich heute eher ein Palimpsest, das an unbeschwerte Kindheitstage erinnert, an die vielleicht etwas wilderen Momente der späten Teenagerjahre, aber auch an die wachen Augen meiner Kinder, als sie sich in einer Gegenwart, die heute auch schon wieder vergangen ist, an meine eigenen Spielsachen irgendwie daran für interessierten und sie sich anschauten.
Auch die deutsche Einheit und das europäische Projekt haben in den letzten Jahren viel von ihrem Glanz verloren und sind durch neue Entwicklungen neu überschrieben und gedeutet worden. Deswegen Palimpsest. Mittlerweile sind die deutsch-deutschen Probleme unübersehbar. Auch die IG befindet sich seit langem in einer Sequenz von Momenten, die als Krise wahrgenommen werden. Sicherlich, manche Sorgen von damals haben sich als abwegig erwiesen und auch das ist wichtig zu betonen, etwa die Angst vor einem europadominierenden Vierten Reich. Befürchtete Zukünfte, die ausbleiben, werden jedoch meist relativ schnell vergessen, während hochfliegende Erwartungen, die enttäuscht werden, langfristig zu Frustrationen führen. Einige von diesen entstanden genau an dieser Schnittstelle zwischen deutscher Einheit und europäischer Integration, so wie diese beiden Problemkreise ohnehin stärker zusammengehören, als man gemeinhin glaubt. Das gilt auch, und damit möchte ich schließen, mit Blick auf die Gegenwart. Kürzlich hat Jürgen Habermas darauf verwiesen, dass als mittelfristiger Einigungseffekt die Aufmerksamkeit in der Bundesrepublik stark durch die nationale Frage gebunden wurde, während eine ambitionierte Fortentwicklung der europäischen Agenda eigentlich unterblieb. Was Habermas für die Politik beschreibt, trifft auch für die öffentliche und die politische Debatte zu. Dabei sind der Aufstieg neonationalistischer, populistischer, rechtsextremer Gruppierungen nicht nur in anderen Teilen der Europäischen Union, sondern auch in der Bundesrepublik als verflochtene Prozesse zu sehen. Sie verweisen auf die jeweilige nationale Ebene, aber auch auf einen europäischen Faktor. Bei den verschiedenen Osterweiterungen des europäischen Projekts erhielt die ökonomische, oft neoliberal orientierte Neuorientierung das Primat vor einer wertorientierten gesellschaftlichen Konsolidierung und auch das Modell einer deliberativen Demokratie stand nicht so sehr im Vordergrund. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Wenn heute insofern der Blick zurück auf die Konstellation von 1989-90 schweift, muss deswegen es nicht nur um die Geschichte der doppelten Einheit gehen, auf deutscher und auf europäischer Ebene. Vielmehr gilt es auch, wie ich denke, die daraus heute erwachsenen Problemlagen gemeinsam anzugehen. Vielen Dank. Jetzt bin ich wohl dran. Ich hoffe, dass ich gut zu hören bin. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hören Sie mich? Kann mir jemand mal irgendwie winken? Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Kieran Patel für die Einladung. Das ist ja doch gar nicht so üblich, dass Schriftsteller und Historiker zusammenfinden, denn wir sind ja doch in gewisser Weise, beide Disziplinen sind Erzähler, nur dass sie nichts erfinden dürfen und wir müssen erfinden. Was ich jetzt aber vorlese, ist weniger oder keine Erfindung, sondern der Versuch, meine Sicht auf das Thema vorzutragen. Im Herbst 1990 war ich 27 Jahre, lebte seit gut 2 Jahren in Altenburg, einer ehemaligen Residenzstadt südlich von Leipzig, in der das Skatspiel erfunden worden ist und die das Lindenau-Museum mit seinen 120 frühitalienischen Tafelbildern beherbergt. Nach dem Studium war ich als Dramaturg an das Landestheater Altenburg gekommen, hatte dort aber im Februar 1990 gekündigt und mit Freunden zusammen eine wöchentlich erscheinende Zeitung gegründet, die aus unseren Flugblättern des Neuen Forum hervorgegangen war. Wir wollten Öffentlichkeiten. Dabei verstanden wir uns weniger als Journalisten, wir besaßen auch kaum Erfahrung auf diesem Gebiet, sondern als politische Aktivisten. Wir wurden Unternehmer, ohne je das Wort Cash gehört zu haben oder zu wissen, was eine Mehrwertsteuer ist. Kapital für die mit einer Anfangsauflage von 20.000 Exemplaren gestattete Zeitung brauchten wir nicht, weil der Verkaufserlös schneller wieder da war, als dass die Druckrechnung ins Haus kam. Am Abend des 2. Oktober 1990 hatten wir uns in den Redaktionsräumen der Zeitung, es war eigentlich ein baupolizeilich gesperrtes Haus, zusammengefunden mit unseren Familien
Und obwohl wir uns eigentlich ganz gut verstanden, ähnelte unser Zusammensein einer missratenen Silvesterfeier, bei der man hofft, dass beide Uhrzeiger möglichst schnell auf 12 stehen. Als um Mitternacht die Glocken zu läuten begannen, im Radio das Deutschlandlied erklang und wir anstießen, sagte ein Kollege, auf unsere Niederlage. Und unser Theaterrezensent fügte hinzu, der König ist tot, es lebe der König. An eine besondere Regung meinerseits kann ich mich nicht erinnern. Meine Gefühle hatten sich in den zurückliegenden Monaten erschöpft. Der Beitritt vollzog nur nach, was bereits am 1. Juli durch die Einführung der D-Mark besiegelt worden war. Die Aufgabe der Souveränität, die wir ja gerade erst errungen zu haben, glaubten. Ich möchte mich bei Kieran Patel sehr herzlich für die Einladung bedanken. Dankbar bin ich ihm aber auch für die persönlichen Szenen, die er zu Beginn seines Vortrags geschildert hat. Denn diese bieten sich zum Vergleich an. Da gab es also einen am 3. Oktober 1990 im Südwesten des Landes, einen 9 Jahre jüngeren Mann, der spiegelbildlich dachte und fühlte. Ich zitiere ihn, die friedlichen Revolutionen, die wir bewunderten, entwickelten sich nicht zu politischen Laboratorien mit Sogkraft für den Westen in einem sich neu findenden Europa. Nirgendwo schien das utopische Potenzial des Umbruchs schneller zu verglühen als in Deutschland. Ich weiß nicht, wie verschieden und wie ähnlich unsere Vorstellungen von dem waren, was Kieran Patel das utopische Potenzial nennt, das in Deutschland noch schneller als anderswo verglühte. Ein politisches Laboratorium hatten wir beide für notwendig und wünschenswert gehalten und dies natürlich nicht nur für den Osten. Es gab sie also auch im Westen, die Hoffnungen auf Veränderungen, die über Reform hinausgehen, die eine Alternative zum kapitalistischen Status quo denkbar machten. Ein Jahr zuvor, am 2. Oktober 1989, hatte ich mich das erste Mal an der Leipziger Montagsdemonstration beteiligt. Es war ein ungeheuerliches Erlebnis, einer der illegalen Demonstranten zu sein. Man setzt einen Fuß vor den anderen, wie schon sein ganzes Leben lang, aber plötzlich hat der aufrechte Gang an diesem Ort und in dieser Minute eine andere Bedeutung. Wenn ich meinen Kollegen Martin Jankowski glauben darf, so entstand an diesem 2. Oktober das Volk als Antwort auf die Megafondurchsagen der Polizei. Hier spricht die Volkspolizei, bitte verlassen Sie. Woraufhin einige Demonstranten gerufen haben sollen, wir sind doch das Volk, ihr seid nur unsere Polizei, wir sind das Volk. Der folgende Montag, der 9. Oktober in Leipzig, war der Durchbruch. Trotz aller Drohungen und Kontrollen waren es ca. 70.000, die um den Ring zogen. Von diesem 9. Oktober an war die Revolution tatsächlich nicht mehr aufzuhalten. Das, was man immer für unrealistisch und utopisch gehalten hatte, drängte sich von Tag zu Tag mehr als unausweichlich auf. Was einen Monat zuvor, am 9. September, an dem sich das neue Forum gegründet hatte, noch wie ein fernes Versprechen geklungen hatte, war bereits Realität geworden. Jene, die gehen wollten, fanden durch die am 10. September in Ungarn geöffnete Grenze ein Schlupfloch. Die, die bleiben wollten, fanden im neuen Forum eine Organisationsform mit einem Programm. Als ich jetzt noch einmal jenen Text mit der Überschrift Aufbruch 89 Neues Forum las, der die Gründung des neuen Forums begleitete und das Anliegen jener, die demonstrierten, Worte verlieh, war ich erstaunt über seinen Anspruch und Weitblick. Er beginnt mit der Feststellung, in unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Und weiter heißt es, Belege dafür sind die weit verbreitete Verdrossenheit bis hin zum Rückzug in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewegungen dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Es lohnt, den gesamten Text zu lesen. In erster Linie ist der Ausdruck von Selbstbewusstsein und Verantwortung für das Gemeinwohl. Der Aufruf versammelt, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen, ich habe noch nie vor Historikern gesprochen. In erster Linie ist er Ausdruck von Selbstbewusstsein und Verantwortung für das Gemeinwohl. Der Aufruf versammelt im Grunde alle Themen, die heute relevant und aktuelle ökonomische und soziale Probleme sind darin als untrennbar voneinander beschrieben. Ebenso verweist er auf die Verbindung von eigener und globaler Wirtschaft. Kritik und Zukunftsvisionen gehen dabei Hand in Hand. Ich zitiere,
Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Erweiterung des Warenangebotes und bessere Versorgung. Andererseits sehen wir die sozialen und ökologischen Kosten und plädieren für die Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Wir wollen Spielraum für wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine Ellbogengesellschaft. Wir wollen das Bewährte erhalten und doch Platz für Neuerung schaffen, um sparsamer und weniger naturfeindlich zu leben. Wir wollen freie und selbstbewusste Menschen, die doch gemeinschaftsbewusst handeln. Wir wollen vor Gewalt beschützt sein, ohne einen Staat von Spitzeln und Bütteln ertragen zu müssen. Faulpelze und Maulhelden sollen aus ihren Drückeberger Posten vertrieben werden, aber wir wollen dabei keine Nachteile für sozial Schwache und Wehrlose. Wir wollen ein wirksames Gesundheitswesen für jeden, aber niemand soll auf Kosten anderer krank feiern. Wir wollen an Export und Welthandel teilnehmen, aber weder zum Schuldner und Diener der führenden Industriestaaten noch zum Ausbeuten vieler und um Reformen. Interessant ist, dass weder in diesem Aufruf noch auf der Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz von der Mauer die Rede ist. Das wäre ein Angriff auf den Staat gewesen. Zugleich aber war auch klar, wenn es Reformen gibt, kann die Mauer nicht bleiben. Das erste Transparent, das ich auch hieß, visafrei bis Shanghai. Auch deshalb war der 9. November für mich ein unglaubliches Ereignis unter anderen unglaublichen Ereignissen. Die Fixierung auf die Grenzöffnung als Ziel der gewaltlosen Revolution verkennt die ostdeutsche Selbstermächtigung im Herbst 1989. Für mich hatte die Grenzöffnung nichts mit irgendwelchen Vereinigungsgedanken zu tun, wie Systeme auch vereinigen. Naheliegend war ein demokratischer Sozialismus, eine Art Dubček-Sozialismus, wie er bis heute im Programm der SPD steht, in dem die Freiheit des Einzelnen als Voraussetzung für die Freiheit aller gilt. Insofern schien Europa, das natürlich als geografisches Europa gedacht wurde, nun tatsächlich zu sich zu finden, da die Teilung und Blockkonfrontation aufgehoben war. Was Gorbatschow damals als europäisches Haus beschrieb, stand allen Europäern offen. Offenheit begann als eigene Handlung, schreibt Klaus Wolfram, einer der engsten Mitarbeiter von Bärbel Bohley. Flächendeckend, wie in keinem anderen Land Osteuropas, breitete sich Selbstständigkeit exponentiell aus, ging in allen Lebensbereichen vor, drang in allen Sozialstrukturen. Anfangs waren es die Demonstrationen, aber bald schon die Absetzung von Bürgermeistern, die Neuwahl von Werkleitungen durch Belegschaftsversammlungen, die Bildung spontaner Bürgerkomitees, welche eigenmächtig Tore von Kasernen öffnen ließen, oder eben jene Erfurter Frauen, die am 4. Dezember die erste Bezirksverwaltung des MFS schlossen und versiegelten. Am 7. Dezember begann der zentrale runde Tisch in Berlin als oberste Instanz der Übergangszeit. Ihm folgten hunderte kommunale und fachspezifische runde Tische, an denen reale Verwaltungsentscheidungen getroffen wurden, noch bis weit in das Jahr 90 hinein. Es gab keine Führung, es war Selbstorganisation. Hier handelten Bürger in Selbstbestimmung Land auf und Land ab. Zitat Ende. Die eigentliche Revolution bestand in der Veränderung der Herrschaftsverhältnisse vor Ort, in der Wahl derjenigen, die das Vertrauen der Mehrheit der Beschäftigten besaßen, in den Betrieben, Schulen, Instituten, Krankenhäusern, Universitäten, Theatern, wurde über neue Leitungen debattiert und meistens auch abgestimmt. Es war mehr als eine Revolte. Es ging tatsächlich um die Aneignung der Betriebe durch die Belegschaften, um Verfügungsgewalt und Selbstbestimmung. Dieser Prozess war mühselig, aufreibend und ohne Vorbild und mit unbekanntem Ausgang. Was in dieser Zeit ausprobiert und versucht wurde, hätte keinen Bruch mit den sozialistischen Besitzverhältnissen bedeutet, sondern deren tatsächliche Verwirklichung. Und warum, wenn das alles so schön gewesen sein soll, hat es sich dann nicht durchgesetzt? Hat es denn etwa keine demokratisch gewählte Regierung gegeben, die bei einer Wahlbeteiligung von über 93% nach dem Willen der Mehrheit entschieden hat? An dieser Stelle komme ich nicht umhin, noch einmal auf scheinbar Altbekanntes einzugehen, wie jemand, der zum wiederholten Mal einen Tatort besichtigt. Da ich ja nur 20 Minuten habe ich mich jetzt für einen
Bereich entschieden. Man müsste wirklich sehr deutlich nochmal über Parteienpolitik sprechen, über Wirtschaft sprechen. Ich habe mich natürlich auch, wo liegt eigentlich Ostdeutschland? Ich habe mich jetzt für die Finanzen entschieden und baue bei den Finanzen auf, vor allem auch auf Recherchen von Daniela Dahn auf. Ende Januar 1990 beauftragte Bundesfinanzminister Theo Weigel seinen Staatssekretär Horst Köhler mit der Vorbereitung einer Währungsunion. Thilo Sarrazin wird zum Leiter einer Arbeitsgruppe, Zitat, die das Angebot einer Währungsunion so schnell wie möglich konkretisieren soll. Tatsächlich hat die Bundesregierung der DDR die D-Mark angeboten, bevor sie in Ostdeutschland nachdrücklich auf der Straße gefordert wurde. Wir bezahlen alles, also bestimmen wir alles, formulierte Sarrazin die Bonner Devise, nachzulesen in seinem Beitrag für das 1994 von Theo Weigel und Manfred Schnell herausgegebene Buch Tage, die Deutschland und die Welt veränderten. Am 5. Februar besuchte der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, den Präsidenten der Staatsbank der DDR, Heinz Kaminski, sowie die Wirtschaftsministerin Christa Luft. Stichpunktartig lassen sich die Ergebnisse so zusammenfassen. Pöhl sieht im Zufluss von Kapital in die DDR den Schlüssel für den notwendigen Produktivitätsfortschritt, um in relativ kurzer Zeit den Anschluss an den westeuropäischen Standard zu schaffen. Pöhl verweist auf die guten Erfahrungen der BRD und der EG. Die Einführung der D-Mark in die DDR sei nicht realistisch und kein geeigneter Weg, um die anstehenden Probleme in der DDR zu lösen. Er spricht sich für eine schrittweise Konvertierbarkeit der DDR-Mark aus, eingeordnet in einen politischen und wirtschaftlichen Anpassungsprozess. Eine Währungsreform sieht Pöhl unter diesen Bedingungen als nicht notwendig und gerechtfertigt an. Ein gemeinsamer Arbeitsausschuss zwischen Staatsbank und Bundesbank soll die anstehenden Fragen untersuchen. Davon erfährt man zwar in den folgenden Tagen, doch gehen diese Gedanken und Vorhaben in einem Getöse unter, das Helmut Kohl mit seinen Aktionen auslöst. Hatte Kohl am Tag des Treffens von Pöhl, Kaminski und Luft die Allianz für Deutschland geschmiedet? Das ist, vielleicht kommen wir in der Diskussion kurz drauf. Das ist sehr interessant, dass sich ja Ost- und West-CDU erst Ende Januar, eigentlich erst Anfang Februar zusammenfinden und dann in West-Berlin die Allianz für Deutschland gründen. So fordert er am Abend, Kohl fordert am Abend des folgenden Tages, also am 6. Februar, in einer Sitzung der 10. Tag, die anderen Zeitungen kommentieren seine Absicht ausführlich am 8. Februar. Was darauf folgt, ist eine Kampagne von Skandalisierungen und erfundenen Berichten. Horst Helschig gibt der geladenen Presse zu verstehen, dass die DDR vor der Zahlungsunfähigkeit stehe und die Zahl der Übersiedler anschwellen werde. Er selbst stellt aber fest, dass erst nach der Wahl die Übersiedler so behandelt werden sollen wie Bundesbürger, die ihren Wohnort wechseln. Die Anreize, in den Westen zu gehen, sind groß. Die Dementi von de Maizière und Modrow dringen nicht durch oder werden nicht geglaubt. Aber auch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Banken, Wolfgang Roller, distanziert sich von Telchiks Aussage. Auf einer von ihm eilig einberufenen Pressekonferenz nennt er diese Meldungen durchsichtige Bankrottgerüchte. Aber auch seine Einschätzung geht unter. Eine Fußnote ist jenes berühmte Transparent, das gern zur Rechtfertigung der D-Mark-Politik herangezogen wird. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das erste nachweisbare Foto dieses Plakats stammt vom 12. Februar auf der Leipziger Montagsdemonstration, also 5 Tage nach Kohls Erklärung. Interessanterweise hängt dieses Plakat an Bambusstöcken. An Bambusstöcken wehen auch die vielen Deutschlandfahnen, die von der West-CDU vor den Wahlkampfauftritten von Helmut Kohl verteilt werden. Bambusstöcke sind leicht. Warum es sie in der DDR nicht gab, weiß ich nicht. Auch sie mussten importiert werden. Mit der Kohlschen Allianz für Deutschland und der Verkündigung der D-Mark-Jetzt-Forderung, vor allem aber mit den Gerüchten von Zahlungsunfähigkeit und einer übertriebenen Darstellung der Abwanderung, diese wird erst nach der D-Mark-Einführung stark ansteigen, erreicht er in relativ kurzer Zeit einen Stimmungsumschwung. Waren im Dezember noch 3/4 der Befragten gegen eine Vereinigung, so sind jetzt 3/4 dafür. Allerdings treten 43% dieser Befürworter für ein langsames Vorgehen ein, auch im Rahmen einer europäischen Währungsreform. Jeder und jede musste klar sein, dass die Betriebe bei einem Umtauschkurs für Löhne und Gehälter von 1:1
im Juli nicht in Westmark zahlen könnten, was sie im Juni noch in Ostmark gezahlt hatten. Zitat: Wenn man damals auf gleiche Weise über Nacht in der Bundesrepublik den viel stärkeren Dollar eingeführt hätte, erklärte Karl Otto Pöhl, wäre deren Wirtschaft auf einen Schlag ruiniert gewesen. Was wir am 3. Oktober 90 trotz unserer Skepsis als Schwarzmalerei abgetan hätten, wegen der D-Mark würde es 1990/91 eine Deindustrialisierung von 70% geben. Und es würde 17 Jahre brauchen, bis mit Hilfe all der Milliarden Zuschüsse wieder das Niveau der DDR-Produktion erreicht werden würde. Im Osten wurden 4 Millionen arbeitslos, im Westen bekamen 2 Millionen eine neue Stelle. Etliche von ihnen müssen aus dem Osten gewesen sein, denn es wanderten 2 Millionen aus. Die Geburtenrate im Osten brach um 70% ein. War die DDR statistisch gesehen jünger als die BRD, so sind heute die östlichen Bundesländer von der Altersstruktur her statistisch die ältesten. In Altenburg, wo ich damals gewohnt habe, betrug die Einwohnerzahl Ende 89, da hatten schon etliche weggemacht, immer noch 51.426 Einwohner. Am 31.12.2020 waren es noch 31.101, also gut 20.000 weniger. Das sind ziemlich exakt 2/5. Die Statistik verzeichnet dabei nicht den Anteil der aus dem Westen Zugewanderten, die fast ausschließlich in führenden Positionen arbeiten, sei es in Banken, Krankenhäusern, in der Verwaltung oder in der Kultur. Wenn die Entwicklung als alternativlos hingestellt wird, dann möchte ich entgegnen, viel schlimmer hätte es für den Osten nicht kommen können. Innerhalb kürzester Zeit waren 90-95% des von der Treuhand verwalteten Vermögens in westlicher Hand. Es gibt heute in Europa keine Region, in der der Bevölkerung so wenig an dem Grund und Boden, an Betrieben und an Immobilien gehört wie in Ostdeutschland. Blum und Jacobs, die Autoren der Studie »Wer beherrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung«, schreiben zusammenfassend: Zugespitzt lässt sich feststellen, dass, obwohl vielerorts eine Frauenquote, nirgends jedoch eine Quote für Ostdeutsche gefordert wird, die Ostdeutschen in Führungspositionen viel stärker eine Minderheit bilden als Frauen. Zitat Ende. Nur 23% beträgt der Anteil Ostdeutscher innerhalb der Führungskräfte in den östlichen Bundesländern, bei 87% Bevölkerungsanteil. Also 23% zu 87% Bevölkerungsanteil. Nur 1,7% der betrachteten Spitzenpositionen auf Bundesebene sind von Ostdeutschen besetzt, bei einem Bevölkerungsanteil von Bund erfordern würde. Ich behellige Sie jetzt nicht noch mit weiteren Zahlen zu den Richtern oder gar zu den Generälen. In den Medien hat die Unterrepräsentanz von Ostlern eine besondere Bedeutung. Nochmal Klaus Wolfram. Kaum 2 Jahre nach 1990 bestand in Ostdeutschland keine einzige TV-Station, keine Rundfunkanstalt, keine größere Zeitung mit gewachsener Leserblattbindung mehr, die nicht von einer westdeutschen Chefredaktion geleitet worden wäre. Die Generalaussprache, das politische Bewusstsein, die soziale Erinnerung, eine Selbstverständigung, die sich eine ganze Bevölkerung gerade eben erobert hatte, verwandelte sich in Entmündigung und Belehrung. Schaut man auf die deutschen Verhältnisse von 1990, dann scheinen sich 3 Erkenntnisse aufzudrängen. Eine Alternative zum westlichen Status quo schien für eine Regierung Kohl und ihre internationalen Partner gefährlicher gewesen zu sein als alle SS-20-Raketen der Sowjetunion. Man könnte aber auch sagen, der Kapitalismus hat sich einfach so verhalten, wie er sich immer verhält. Zweitens, es bestand keine Notwendigkeit, dass es so kommen musste, wie es kam. Nicht nur für den Osten Deutschlands, sondern für alle, die im Osten kein Schnäppchen oder Karriere machen konnten, aber steuerndsten Lösungen. Die Deutsche Bank hat beispielsweise 1990 ihr bestes Geschäftsjahr ihrer Geschichte. Dies gilt für das, was sich in Zahlen nachrechnen und ausdrücken lässt. Noch vielmehr aber gilt dies für das Selbstbild und das Selbstbewusstsein der Menschen. Die dritte Erkenntnis: Welche Gedanken, welche Ansätze, welche Erzählungen von damals, die von einem weiter so, einem keine Experimente, untergepflügt worden sind, sind heute von Interesse, ja vielleicht sogar notwendig. Keine Experimente bedeutete ja gerade das größte Experiment. Was passiert,
wenn nicht einen realsozialistischen Staat, von einem Tag auf den anderen auf das Prokrustusbett einer westlichen privatwirtschaftlichen Produktionsweise spanne. In meinen Augen geht es in der Literatur, aber auch in der Historiografie nicht zuletzt darum, auch das aufzuspüren, kennenzulernen und zu bewerten, was ich nicht oder noch nicht durchsetzen konnte, das aber für unser Überleben womöglich von größerer Bedeutung ist als das, was existiert. Robert Musil fand dafür den Begriff des Möglichkeitssinns. Ohne den Möglichkeitssinn verkrustet unsere Wahrnehmung und unser Handeln. Das Ende der DDR war sowohl Produkt wie auch Voraussetzung des Möglichkeitssinns. In ihrem 41. Jahr ermöglichte die DDR Veränderung, die sie 40 Jahre lang unterbunden und verhindert hatte. Das dramatisch schnelle Ende dieser demokratischen Gehversuche, die nicht vor der Ökonomie Halt machten, der Aufkauf des utopischen Potenzials, hatte und hat auch für die EG und die EU, für ganz Europa und damit auch für die Welt Folgen. Vor allem aber die eine, der vernachlässigte Möglichkeitssinn rächt sich, indem er zu einem Notwendigkeitssinn mutiert ist. Es steht nicht mehr in unserem Belieben, wie wir uns verhalten, wenn uns daran liegt, als Einzelne und als Gesellschaft, ja im Grunde als Gattung in Würde zu überleben. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine kurze Anekdote erzählen, die nun bereits etliche Jahre zurückliegt. Da korrigierte ich mit meiner damals 8-jährigen Tochter deren Mathematikarbeit. Sie hatte eine 3 geschrieben. Für die Zusatzaufgabe, deren Lösung ihr die Note 2 eingebracht hätte, hatte sie leider 0 Punkte erhalten, obwohl ihre Rechnung stimmte. Die Aufgabe lautete: Marie macht eine Fahrradtour. Am Vormittag fährt sie 8 Kilometer, am Nachmittag doppelt so viel. Die Kinder sollten nun a. selbstständig die Frage formulieren, b. den Lösungsweg zeigen und c. das Ergebnis ausrechnen. Unter b. schrieb sie 8 plus 16, unter c. 24. Ihre selbstständig formulierte Frage allerdings lautete: Wie lang hält Marie durch? Mir fiel es nicht leicht, der 8-Jährigen zu erklären, warum die Mathematiklehrerin ihre Antwort zu Recht als falsch gewertet hatte, dass aber ihre Antwort außerhalb des Mathematikunterrichts die beste war, die ich mir überhaupt vorstellen könnte, ja, dass ihre Frage die einzig richtige und notwendige Frage war. Natürlich ist es unabdingbar, die mathematischen Regeln zu kennen und anzuwenden, und ich habe sie sehr viel mit Zahlen behelligt, aber die Welt allein nach den Kriterien des Mathematikunterrichts zu erklären, also nur das für relevant anzuerkennen, was sich in Zahlen und Formeln ausdrücken lässt, wird unserem widersprüchlichen Leben nicht nur nicht gerecht, wir werden auf diese Art und Weise einfach nicht durchhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Schulze, lieber Herr Patel, vielen Dank für Ihre Impulse, für Ihre Gedanken. Herr Schulze, können Sie mich jetzt auch gut hören? Ja, ich kann Sie hören. Ja, bevor wir jetzt gleich miteinander diskutieren, möchte ich Sie, liebes Publikum, noch sehr herzlich dazu ermuntern, mitzumachen gleich. Geben Sie Herrn Patel und Herrn Schulze und mir für ein paar Minuten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Stellen Sie dann aber sehr gerne im weiteren Verlauf der Diskussion Ihre Fragen. Ich gebe Ihnen später nochmal ein Zeichen und es wird auch ein Mikrofon durch den Saal gehen, das zu Ihnen kommt. Und dann dürfen Sie Ihre Frage sehr gern loslegen. Herr Patel, Sie haben in Ihrem Impuls diesen Umbruch von 1990 sehr schön und sehr genau beschrieben, was damals passierte. Aber warum haben die aktuellen Probleme zwischen Ost und West eventuell mehr mit Europa zu tun, als wir bislang wahrgenommen haben? Ich probiere erst mal, ob das Mikrofon funktioniert, aber ich glaube, das funktioniert. Sie können mich alle hören, auch Sie, Herr Schulze. Und nochmal, die Situation, die Konstellation von damals hat mit heute eben insofern zu tun, als dass es diese ökonomische Dimension gibt, die Herr Schulze auch nochmal mit vielen Zahlen aufgerufen hat. Es gibt aber auch diese Dimension von unterbliebenen Debatten und von ausgebliebener Partizipation. Und man kann jetzt nochmal lange darüber diskutieren, warum der Prozess 89-90 so verlaufen ist. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Aber ich glaube, die Tatsache, dass gerade auch die europäische Dimension, und damit meine ich eben nicht eine europäische Dimension, sondern konkret die über die europäische Gemeinschaft abgewickelte Dimension, die sich dann so stark in den Vordergrund drehte, dass die eben dazu beitrug, dass Partizipationserwartungen,
die Herr Schulz ja uns nochmal auch klar vor Augen geführt hat, eben, dass es eine ostdeutsche, selbst ein Ready-Made, eine vorgefertigte Schablone, die sich in Westeuropa ausgebildet hatte, dann aber mit enormen auch ökonomischen Konsequenzen auf diese Ostdeutschland gelegt wurde. Vielleicht dazu nur noch mal, interessant ist eigentlich, dass diese EG noch 10 Jahre davor, wenn wir uns mal kurz vorstellen, die Mauer wäre 1979 gefallen, wahrscheinlich gar nicht so sehr eine derartige Rolle gespielt hätte, weil sie damals noch gar nicht in der Lage gewesen wäre, so stark in ökonomische Fragen einzugreifen. Damals standen die Aktien, wenn Sie so wollen, des europäischen Projektes deutlich niedriger. Und es gab diese Euphorie eigentlich seit Mitte der 80er Jahre, die dann dazu führte, dass dieses europäische Projekt mit solcher Bedeutung aufgeladen wurde und ihm auch die Rolle dann eingeräumt wurde, auch diesen Prozess in Deutschland, diesen innerdeutschen Prozess so wesentlich zu gestalten. Also insofern glaube ich, dass bis heute es sich auch bemerkbar macht, dass eben nicht nur deutsch-deutsch ein Gespräch ausgeblieben ist, sondern eigentlich auch nie ernsthaft darüber gesprochen wurde, was es heißt, diese ostdeutsche Gesellschaft in dieses europäische Projekt einzubringen. Ich habe pointiert darauf verwiesen, stell dir vor, man tritt der Europäischen Union bei und keiner kriegt es mit. Das ist, glaube ich, eine Art, den Moment nochmal auf dieser Ebene zusammenzufassen. In den 90er Jahren gab es in den anderen ostmitteleuropäischen Gesellschaften auch viele Europadebatten, keineswegs eine Festlegung auf das Europa der Europäischen Gemeinschaft oder Europäischen Union allein, aber doch einen längeren diskursiven Prozess, der dann dazu führte, dass man sich für die Mitgliedschaft entschieden hat. Und der unterblieb einfach aufgrund dieses unglaublich kurzen Zeitfensters zwischen dem Fall der Mauer oder eben der Transformation in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und dann dem 3. Oktober 1990. Und welche Belange der Osten hätte einbringen können in die Debatte, darüber können wir gleich mal sprechen. Lieber Herr Schulze, ich möchte Sie an dieser Stelle noch mal fragen. Also Kiran Patel hat ja in seinem Vortrag davon gesprochen, dass die DDR von allen postkommunistischen Ländern Europas die radikalste Schocktherapie durchlebte. Welche Langzeitfolgen haben Sie bei der Bevölkerung erlebt, vielleicht auch mit dem heutigen Blick? Welche Langzeitfolgen machen Sie fest bei den Bewohnern der ehemaligen DDR, den Bürgern der heutigen neuen Bundesländer, die so neu ja auch nicht mehr sind? Das ist sehr schwer zu generalisieren, weil natürlich auch vor 30 Jahren die Gesellschaft überhaupt nicht homogen war. Und heute, also ich fand eine Beschreibung eben gerade von dem zitierten Klaus Wolfram ganz schön, der sagte, zum Ende der DDR war irgendwie ein Viertel war pro DDR, ein Viertel war, fanden die DDR nicht gut, aber das ganze Projekt Sozialismus letztlich doch ganz gut, aber mit dem Staat wollten sie nichts zu tun haben. Ein Viertel fand das nicht gut, aber hat das irgendwie akzeptiert oder respektiert, und ein Viertel hat darunter gelitten und war, also hat es strikt abgelehnt. Also es war, glaube ich, sehr durchmischt. Und dieser Aufbruch 89 kam eigentlich aus diesem Viertel, was das grundsätzlich ganz gut fand, aber sozusagen was anderes wollte. Und allerspätestens mit dem Mauerfall, was nicht heißt, dass auch schon vor dem Mauerfall welche, die das völlig abgelehnt hatten, auch auf der Straße gewesen wären, aber getragen wurde es eigentlich wirklich von diesem ein Viertel, das eben das, was einen anderen Sozialismus wollte. Mit der Grenzöffnung, mit dem Fall der Mauer, kamen dann natürlich ganz andere Stimmen mit Deutschland einig Vaterland. Und wenn ich mir dann so beispielsweise mir jetzt Dresden oder Sachsen anschaue, ist das ja sehr interessant, dass dort relativ schnell die CDU und der Biedenkopf, die hatten ja dann ganz schnell eine absolute Mehrheit, und noch 1994 ist die ja mit, ich weiß nicht, also ich glaube 57%, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, also auch 94 noch gewählt worden. Und dann kommt plötzlich diese Radikalisierung, also dass man sich in einen Widerspruch verstrickt. Man wollte etwas anderes und dachte, jetzt kriegt man das, und plötzlich merkt man, so funktioniert es nicht. Und das ist meiner Ansicht nach eben viel tatsächlich eine ökonomische, aber natürlich auch eine Altersfrage, weil wirklich sehr, sehr viele, gerade die jüngeren Leute auch weg sind. Also da kommt einfach sehr viel zusammen, und nicht zu vernachlässigen ist, das wird, glaube ich, dann in dem gedruckten Text schon eine wichtige Rolle spielen, dieser Sieg des Westens,
Also Willy Wimmer, der Verteidigungsstaatssekretär von Kohl, der hat gesagt, wenn Kohl aus den USA zurückkommt, habe Kohl gesagt, die haben den Dritten Weltkrieg gewonnen. Also es war so dieses Gefühl, wir haben gewonnen, und das hat sich auf allen Ebenen irgendwie durchgesetzt. Und jetzt muss man mal dem Osten beibringen, wie das funktioniert. Und selbst wenn das gestimmt hätte, würde das natürlich erstmal Widerstand hervorrufen. Ich höre jetzt mal auf, es hängt immer so eins mit dem anderen zusammen, sonst rede ich den ganzen Abend. Aber Sie haben ein richtiges Stichwort genannt, Sieger und Besiegte. Herr Patel, inwiefern bestand denn überhaupt ein Interesse daran, ein neues Denken, mal abgesehen von diesem Sieger- und Besiegte-Etikett, überhaupt zuzulassen, zu führen? Auch da müsste man natürlich wieder fragen, welche Gruppen schaut man sich an, für wen spricht man? Ich glaube auch nicht, dass es nur das gab. Ich meine, man muss noch mal daran erinnern, dass die Regierung Kohl auch im Moment der Wende völlig überrascht war vom Fall der Mauer. Insofern gab es da kein Hinarbeiten auf ein Projekt zu siegen, eine Überraschung. Und dann gibt es, finde ich, auch unglaublich viele Wechsel, die in diesen Wochen und Monaten nochmal sehr genau auszubuchstabieren werden, in den Veränderungen der Positionen der jeweiligen Seite. Also insofern ist es nochmal schwierig zu fragen, wo das eigentlich ist. Ich glaube, wenn wir uns nochmal fragen, was die Möglichkeitsräume und der Möglichkeitssinn ist, von dem Schulz ja auch gesprochen hat, dann ist natürlich auch nochmal wichtig, sich nach dem jeweiligen Zeitpunkt Gedanken zu machen. Und was ich als Historiker interessant finde, sind zwei Beobachtungen. Ich habe den Begriff des Laboratoriums, den Herr Schulz ja nochmal netterweise aufgegriffen hat, sehr absichtlich gewählt, weil ich glaube, dass manche der Vorstellungen, die gerade von reformsozialistischer, von linkskritischer Seite auch in der späten DDR hoch diskutiert wurden, dass die im Grunde auf eine Laboriumssituation eigentlich auch angewiesen waren. Was meine ich damit? Ein Labor ist ein abgeschlossener Raum, auch mit hohen Hygienestandards, der aber sozusagen in sich erstmal funktioniert, indem auch nach innen gearbeitet werden kann. Deswegen fand ich auch, der einzige Moment ist, sondern sich eine ganze Sequenz einreiht. Wenn man eben aber die Laboratoriums mit Raffer ernst nimmt, dann ist es eben so, dass gerade seit der Öffnung, so würde ich argumentieren, das System DDR so stark unter Druck gekommen ist, dass viele der Alternativideen im Grunde gar keine Realisierungschance mehr hatten. Also da sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung, weil im Grunde das ökonomische System, das Gesellschaftssystem so stark implodierte, dass die Laborbedingungen eigentlich nicht mehr funktioniert. Und der zweite Faktor, der mir wichtig erscheint, ist der Faktor Zeit. Und das ist nicht biologische Zeit oder quasi Zeit als etwas absolut messbares, physikalische Zeit, sondern die Zeitwahrnehmung und Vorstellung der Akteurinnen und Akteure damals. Die deliberative Dimension von ordentlicher Demokratie benötigt Zeit. Und ich glaube, was man sehr wohl ausmachen kann, ist ein relativ breit geteilter Konsens, dass Zeit fehlt. Dass man in einer Zeit unglaublicher Beschleunigung lebt und deswegen schnell Lösungen gefunden werden müssen. Und deswegen Alternativvorstellungen, die eben sehr wohl diskutiert wurden, aber manchmal auch natürlich nur etwas vage waren, dass die eigentlich gar nicht die Möglichkeit hatten, sich voll zu entfalten, sondern sich eben dieses strukturkonservative Modell durchsetzte, dass man auf das, was im Westen vorhanden war, dann allzu schnell und sehr schnell eben zurückfiel. Das natürlich vor allen Dingen in der Bundesregierung, keineswegs unter allen Westdeutschen, aber dass das eben auch in der späten DDR durchaus Anklang gefunden hat. Also das finde ich ganz interessant, nochmal diese Vorstellung der Verknappung von Zeit, der Beschleunigung, Wind of Opportunity, das war der Begriff, der damals schon kursierte, zu leben, indem man eben schnell zu einer Lösung kommen müsse. Mhm. Und das erklärt, glaube ich, warum vieles ausblieb. Vielleicht nur eine abschließende Bemerkung. Ich habe mir auch nochmal im Rahmen der Auseinandersetzung mit diesem Thema die Debatten in dieser 10. Volkskammer, also der späten DDR, angeguckt und war beeindruckt von der Breite der Positionen und wie Probleme, und darüber sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig, Herr Schulz, und ich, die heute auch unsere Gegenwart prägen, zum Beispiel auch die ökologische Dimension von gesellschaftlichen Problemen, intensiv diskutiert wurden. Also insofern gab es tatsächlich Möglichkeits- und Denkräume, aber ich glaube eben, dass diese zwei Dimensionen, das Nichtvorhandensein von Laboratoriumsbedingungen und andererseits die Perzeption hohen Zeitdrucks dazu führten, dass diese Debatten zwar geführt wurden, aber der Weg dann in eine ganz andere Richtung beschritten wurde. Aber können Sie mal ein, zwei Beispiele dafür nennen, welche, ja, nennen wir es Angebote, der Osten hätte einbringen können, wenn wir denn die Zeit gehabt hätten?
also was diskutiert wurde. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das jetzt notwendigerweise gut finde, sondern es sind einfach Debattenangebote, die gemacht wurden. Und Herr Schulze hat das schon angedeutet, war eben nicht quasi sehr schnell die ostdeutsche Wirtschaft quasi dem kapitalistischen System zu übergeben und dann eben das in Form von Artikel 23 Beitritt zur Bundesrepublik voranzutreiben, sondern sozusagen über einen langsameren Weg zu gehen, die Industrie zum Beispiel erstmal noch vergesellschaftet zu belassen und von innen heraus umzubauen. Das wurde sehr wohl diskutiert. Ich glaube, dass das, wenn das gegangen wäre, nur unter Laborbedingungen gegangen wäre. Und die fanden eben vor allen Dingen seit dem 9. November 1989 nicht mehr statt. Aber das waren Debatten, die geführt wurden. Und ich meine, dass der Weg, den gerade die Industrie, die Wirtschaft in der DDR genommen hat und dann in Ostdeutschland, dass der problematisch war, das ist, glaube ich, oft gezeigt worden in den letzten Jahren. Und die ökologischen Folgen, die sozusagen auch dieser Umbau dann der Wirtschaft hatte, sind auch deutlich, was eben natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass die DDR-Wirtschaft in irgendeiner Form, gerade auf ökologischer Ebene, auch auf keiner anderen Form, ein Vorbild gewesen wäre. Herr Schulze, ein Hauptvorwurf von, ich sage jetzt bewusst uns und Ostdeutschen, ist ja, ich bin auch Ostdeutsche gebürtig, ist ja heute nach wie vor, dass der Westen uns überrollt hat, uns Ostdeutsche, so reden viele Menschen in den neuen Ländern, dass ihre Biografien nicht vollständig haben Einklang in das gesamte deutsche Bild Einfluss genommen. Wenn ich mich aber mal recht erinnere an die Zeiten, war ich noch sehr jung, ich war erst 14, 15, als die Mauer fiel und wir ein vereintes Deutschland wurden, viele Ostdeutsche wollten sich ja gar nicht auf eine Debatte einlassen, wenn wir darüber mal diskutieren. Viele Ostdeutsche waren dankbar dafür, dass sie dem Westen, der EG, sehr schnell beitreten konnten aus verschiedenen Gründen. Nur ein Beispiel, ich war zum Beispiel froh, dass ich sehr schnell das Fach Russisch abwählen konnte. Im Nachhinein bedauere ich das, weil mein Russisch heute besser wäre, wenn ich 2 Jahre länger Russisch gelernt habe. Was ich damit sagen will, machen wir Ostdeutschen es uns heute nicht zu einfach, wenn wir zu viel Verantwortung auf die Westdeutschen, ich formuliere das bewusst überspitzt, übertragen und sagen, die haben uns überrollt. Wollten wir das nicht sogar zum großen Teil? Selbstverständlich sind die Ostdeutschen für das, was in Ostdeutschland passiert ist, zuallererst selbst verantwortlich. Aber das, was ja beispielsweise der Runde Tisch, der ja de facto die Macht hatte, noch vor der Wahl, also bis zum 18. März, gefordert hat, dass es keine Einmischung gibt, das ist eben nicht passiert. Und es ist eben, insofern würde ich Kieran Patel auch widersprechen, es ist nicht der 9. November das entscheidende Datum, das war Conditio sine qua non, natürlich musste die Mauer weg, das ist völlig klar. Es ist, wer gewinnt am 18. März, und da muss man eben auch nochmal genauer hingucken. Es gibt eine kennen Sie ja wahrscheinlich, diese Wahlumfrage vom Anfang Februar 90. Da hat die SPD 54%, ich weiß nicht mehr genau, Neues Forum, aber die PDS ist bei 12% und die Ost-CDU bei 11%. Und Kohl hat eigentlich keine Chance, irgendwie politisch da einen Fuß auf den Boden zu bekommen, weil er nicht so richtig weiß, mit wem. Demokratischer Aufbruch, wo er dann später auch Merkel ist, es geht nicht so richtig. Also, und dann kommt Ende Januar de Maizière und sagt, wir haben in jeder Stadt haben wir einen hauptamtlichen Funktionär, und wir haben in jedem Stadtkreis, von der Stadt in jedem Stadtbezirk einen hauptamtlichen Funktionär. Wir haben 5 Tageszeitungen und. Also er macht ihm eigentlich klar, welche Machtbasis die Ost-CDU hat. Und es gibt, glaube ich, ganz selten in der Geschichte, dass sich ein, innerhalb von fünf, sechs Wochen etwas sich so, eine politische Meinungsbildung so umschwenkt. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Medien zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, das kann man auch nachlesen, FAZ und so weiter und so fort, dass es ein Stellvertreterwahlkampf wird in der DDR. Kohl hatte ja mit Ach und Krach da den Putschparteitag im September 89 in Bremen überstanden, und er kämpft natürlich um seine Wiederwahl. Und das, weil ich meine, wenn die Bundestagswahl ein Jahr vorher gewesen wäre, im Westen führt damals Lafontaine die Umfragen an. Also
es hätte durchaus sozusagen dieser Faktor Zeit hätte auch anders beantwortet werden können. Man hätte sich auch jetzt gar nicht politisch geäußert, sondern eben an den Hans-Otto Pöhl, der sagt, was macht ihr da mit diesem Umtausch? Das geht nicht. Der ist ja dann auch sofort zurück, also abgetreten. Oder eine andere Sache eben auch mit Rohwedder, der sagt, Sanierung vor Privatisierung, weil was Reul dann umkehrt, Privatisierung vor Sanierung. Und. Also Sie haben völlig recht, also das habe ich auch nie anders gesagt, es sind die Ostdeutschen verantwortlich, aber das, was ihnen sozusagen versprochen wird, klargemacht wird, das ist das andere. Und insofern, wenn klar geworden wäre, was passiert da, und ich muss sagen, ich habe nicht erst seit heute, wir haben damals uns als neues Forum den Mund fusselig geredet, dass wirklich jedem klar sein konnte, was passiert denn mit den Betrieben, wir wussten doch, wie das da aussieht. Wir waren als Zeitung schon beim ersten Streik im August, und wo ich dann fragte, ja, wen habt ihr denn gewählt, und die sich nur noch abwandten. Also es war doch eigentlich klar, was passieren würde. Und das, also die Ostdeutschen sind verantwortlich, aber die Politik lief daraus hinaus, dass eigentlich Ostdeutschland ein zusätzlicher staatlich hochsubventionierter Absatzmarkt wird, ohne dass da Konkurrenz dazukommt. Da müsste man jetzt ökonomisch noch mal ins Detail gehen, was mit dem, man müsste sich mal für den Altlastenschuldenfonds, also das sich angucken, das führt jetzt aber sehr weit, aber auch ökonomisch, wie praktisch jede Kommune, jeder Betrieb, weil dieses DDR-System, muss man sagen, falsch interpretiert wurde, mit Millionen Schulden war. Es gab praktisch keinen Betrieb, der schuldenfrei war, weil das, was an den Staat abgeführt wurde als Gewinn, tauchte nicht auf, immer nur das, was wir vom Staat bekommen hatten. Und da gibt es unglaubliche Geschichten der Privatisierung und Bereicherung, die alle Deutschen bezahlt haben. Können Sie uns vielleicht noch ganz kurz und knapp, Herr Schulze, erklären, mit welcher Stimmung Sie in Dresden konfrontiert worden sind, die Sie auch in Ihrem neuen Textband Dresden Wiedersehen schildern? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, ich muss den Namen einfach ins Spiel bringen, vor dem, was der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz gesagt hat, indem er glaubt, dass ein Teil der Ostdeutschen für die Demokratie verloren sei. Naja, das ist halt, dann muss man halt warten, bis irgendwie eine bestimmte Generation ausgestorben ist. Ich meine, man muss sich einfach mal die Wahlbeteiligung angucken, die ist, das hatte ich ja, glaube ich, erwähnt, ja, also diese 93%. Ich muss da immer dazu sagen, ich lebe schon so lange nicht mehr in Dresden. Ich bin auch dort Gast, und natürlich bin ich mit den Leuten zusammen, die sich für einen interessieren, aber durchaus eben natürlich auch in einer Auseinandersetzung mit denen, die das nicht so gut finden, was man sagt. Und ich habe aber immer gemerkt, wenn ich dann irgendwie Briefe bekam, Schulze ist keiner mehr von uns und irgendwie solches Zeug, ich habe immer darauf geantwortet. Und es war jedes Mal das Wunder, ich habe es immer nicht geglaubt, dass der oder diejenigen, die mir zurückschrieben, die waren, die mich vorher so beschimpft hatten. Und es hat eben tatsächlich auch mit Kommunikation zu tun, aber natürlich einfach auch mit realen Machtverhältnissen, Besitzverhältnissen. Und also es ist einfach, es ist dieses, es ist, ich meine, ich, von Berufswegen bin ich gegen diese Generalisierung, aber selbst Merkel spricht ja von den Ostdeutschen mitunter zweite Klasse. Und was dann mit 2015 kam, das war dann die Angst, jetzt nicht noch drittklassig zu werden. Das ist ja jetzt, das muss man nicht als typisch ostdeutsche Reaktion nehmen. Das haben ja die Mehrheit reagiert anders. Aber sozusagen diese Demütigung über das, was da passiert, sozusagen in den Führungspositionen, sozusagen immer in der Minderheit zu sein. Also da kommt so vieles einfach zusammen, und ich kriege viel Zuspruch, viel Kritik, und mir ist Dresden aber näher gekommen in dieser Auseinandersetzung, die man auf sehr privater Ebene führt, im Mailaustausch, aber eben auch, sei es am Theater oder auf Lesungen. Also ich suche das schon, wobei natürlich leider in die Lesung immer nur meistens die kommen, die einen mögen. Herr Patel,
Aus Sicht eines Historikers, nun möchte ich Herrn Wanderwitz nicht zum Hauptthema dieser Diskussion machen, er ist auch nicht anwesend, er kann nicht für sich sprechen, aber ist es aus historischer Sicht klug, einen Teil der Menschen abzuschreiben und verloren zu geben? Ich glaube, das ist eher eine politische als eine historische Debatte. Insofern kann ich da, glaube ich, auch eher als Bürger, denn als Historiker zu antworten. Ich meine, das ist eine Frage, die sich immer wieder schon gestellt hat, auch in der deutschen Geschichte, zum Beispiel nach 1945. Und ich glaube, es ist nie klug, so damit umzugehen. Und es geht dann eher darum, genau wie Herr Schulze das, glaube ich, uns gerade nochmal anschaulich geschildert hat, auch den Dialog zu suchen. Also wie er es zum Beispiel tut, wenn er dann antwortet auf Briefe, die vielleicht auch im Ton eigentlich unangemessen sind. Und ich glaube, das ist auch das, was ich ja auch mit meinem Impuls nochmal vorhin verdeutlichen wollte, dass da eine Debatte ausgeblieben ist, die eigentlich damals hätte schon geführt werden sollen, aber die auch heute noch geführt werden muss und die nicht abgeschlossen ist. Insofern ist es kein abgeschlossenes Thema und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Menschen so abzustempeln, sondern dass es auch darum geht, soweit das möglich ist, soweit da ein kritischer quasi Dialog möglich ist, den auch zu führen. Und ich glaube, manchmal kann man positiv überrascht sein, dass Menschen, wenn man sie erstmal ernst nimmt und wenn man ihnen auch wiederum antwortet, dann eher sich auf ein Gespräch einlassen. Und solche Äußerungen sind natürlich dann nicht hilfreich, das ist selbstverständlich. Welche Schattenseiten ergeben sich aus der heute Abend beschriebenen Entwicklung für Gesamtdeutschland, also nicht nur den Osten, sondern es gibt noch den Westen? Welche Schattenseiten ergeben sich für Gesamtdeutschland, vielleicht auch für Europa? Also ich glaube, ich mag auch das musilische Wort des Möglichkeitssinnes. Ich glaube, wir sind ja auch gerade nochmal politisch in einem Wendepunkt angekommen, wenige Tage vor der Bundestagswahl, und stellt sich einfach da nochmal die Frage, welche Zukünfte stellen wir uns eigentlich vor und welche Alternativen sind denkbar? Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch nochmal, denken Sie an die Finanzkrise, denken Sie natürlich auch an Corona, immer wieder darüber diskutiert, gibt es nur eine Möglichkeit oder gibt es andere Möglichkeiten? Damit meine ich natürlich nicht die Alternative für Deutschland, die dann behauptet hat, die eine Alternative dann auch darstellen zu können. Aber ich glaube, es ist im Moment nochmal ein Moment, um dann kritisch Abstand zu nehmen von dem, was man als ausgetretene Pfade bezeichnen kann. Und insofern lädt uns vielleicht auch der Moment 89-90, wenn wir ihn zurückblickend nochmal uns vornehmen, dazu ein, auch über die Gegenwart zu reflektieren, wo wir unseren Möglichkeitssinn eigentlich herbeziehen. Und ich möchte nur nochmal darauf verweisen, also diese Debatten des Frühjahrs 1990 in ihrer Offenheit, in ihrer Form dann nochmal Zukunft anders zu denken, auch in einem Moment, in dem dann man eigentlich, wenn man das als Historiker liest, weiß, so wird es nie laufen, es geht ganz anders und diese Zukünfte, die da noch diskutiert wurden, sind bald Vergangenheit, kann aber dann auch als Möglichkeitsraum wiederum diskutiert werden, der vielleicht auch die Gegenwart inspiriert. Also das ist vielleicht das, was man daraus positiv ziehen kann, wenn es darum geht, eben konstruktiv darüber nachzudenken, wo wir heute stehen und wo uns das weiterführt. Neben der Debatte der kritischen Auseinandersetzung mit dem Erbe, dem positiven, aber auch dem problematischen Erbe, über das wir heute Abend gesprochen haben, aus dieser Zeit vor ungefähr 30 Jahren. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte sehr. Die Dame in Rosa. Das Mikrofon kommt gleich zu Ihnen, kleinen Moment. Ja, Lacroix, Historikerin aus Paris, und ich bedanke mich, dass ich als Erste das Wort nehmen kann mit einer Frage, also mit der, aus der westeuropäischen Sicht als Nicht-Deutsche, möchte ich eine Frage stellen, aber bevor ich die Frage stelle, muss ich sagen, ich will nicht von Enttäuschung sprechen, aber ich hatte verstanden, dass der Titel, die europäische Leerstelle in der Debatte zur deutschen Einheit oder zum Stand der deutschen Nation, der Gegenstand der Debatte sein sollte. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es eher eine Verwirklichung des Titels. Ich habe ein bisschen vermisst, dass man über diese Leerstelle nicht gesprochen hat. Deswegen habe ich eine Frage an Herrn Schulze. Wie war es aus der DDR-Sicht? War Ihnen diesen mal ein Jahr dieser Ende hin zur deutschen Einheit, aus der DDR-Sicht überhaupt ein Thema, dass man mit dem Weg zur deutschen Einheit auch den Weg in die Europäische Union geht, nicht die Union, Europäische Gemeinschaft damals, und dass man endlich die Möglichkeit hatte, am 18. März 1990 frei zu wählen, ohne nach Shanghai zu müssen, also frei zu wählen, dass man nicht nur frei wählte als Ostdeutscher, als Deutscher, aber auch als
Europäer, der bestimmte Werte und Freiheiten genießen konnte. Das war ja das große Glück, dass wir uns erklären, die damalige Partnerstadt fast ist, ins Auto geladen worden und nach Straßburg gefahren. Und ich fand es aber interessant, das Rückblicken gerade Mitterrand, der hat ja noch kurz vor Weihnachten für 2-3 Tage die DDR besucht, sehr zum Ärger von Helmut Kohl. Und er hat ja auch, ich glaube, 80 Schriftsteller, Künstler, alle mögen, also 80 Leute ins Palais Tokio nach Paris eingeladen, eigentlich um die DDR aufzuwerten, um zu sagen, ja, wir nehmen euch als einen Gesprächspartner politisch, kulturell auch wahr. Und natürlich gab es, die Grenzen auf und wir sind eine Provinz in Europa. Das war schon ganz selbstverständlich, aber das ging natürlich auch gen Osten, das war uns ja nun vertraut und der Schirmherr der Demonstration, das darf man nicht vergessen. Ich meine, die Vorarbeit kam von den Polen, die Ungarn haben einen großen Anteil dran, aber der Schirmherr der Demonstration, das war natürlich Gorbatschow und insofern war das dieses europäische Haus, das war ganz selbstverständlich. Nur es war in dem Moment, wo klar wurde, dass es über den, also nicht über eine neue Verfassungsdiskussion, sondern über den Beitritt abläuft. Und das ist, muss ich eben, wenn ich es mal verknappt sage, das hat eben allen, dieser Beitritt hat alle Diskussionen eigentlich umgekommen. Bei einer Vereinigung hätte natürlich auch der Westen die Chance gehabt, über sich nochmal ganz anders nachzudenken. Und das spielte eine Rolle, aber es war natürlich, wie soll ich sagen, es wurde kaum für den Einzelnen konkret. Ja? Also wir sind natürlich gleich im Juli, August gen Westen in Urlaub gefahren. Wir nur nach Holland für eine Woche, aber das war ja das, was wir wollten. Und also ich meine, Paris als Sehnsuchtsort, aber es lief praktisch dann alles, Tiran Patel hat es eigentlich wirklich gesagt, es lief alles eigentlich dann nur noch über die Bundesrepublik. Ich weiß noch, dass zu uns beispielsweise Schweizer kamen, die irgendwie für ihr Modell werben wollten, dass die DDR sich vielleicht so ähnlich macht wie die Schweiz. Und also da gab es wahnsinnig viele Diskussionen, aber das war dann mit dem 18. März und praktisch mit dieser, das Tool, sich dieser Ost-CDU, die ja wirklich die ollen Blockflöten waren. Und ich habe so viele persönliche Erlebnisse, die im Herbst 89 noch auf der anderen Seite standen. Ich habe Lehrer gehabt, die, also manchmal waren dann diese Ost-CDU-Leute die gefährlichsten, weil die sich immer noch beweisen mussten. Und die waren plötzlich die Wahlsieger von Kohls Gnaden. Und das war so eine Enteignung. Und da war natürlich auch, da ging alles andere dann leider unter. Herr Patel, die Lehrstelle. Würde ich da kurz ergänzen darf, also ich finde es sehr wichtig, Ellen, vielen Dank erstmal für die Frage, dass du darauf nochmal abhebst. Ich glaube, wir werden das ja im Rahmen der Fachtagung auch nochmal morgen, übermorgen weiter diskutieren. Was ich sehr interessant finde, ist, dass es eben so viele Europas mit kleinem sozusagen als Debattenpunkte in der späten DDR gab und dieses Europa mit quasi großem U, also noch damals Europäische Gemeinschaft, heute Europäische Union, eigentlich eine äußerst nachrangige Rolle spielt. Ich hatte das kurz erwähnt, indem ich auf die KSZE nochmal abhob, die eben in vielen Debatten eine wirklich wichtige Rolle spielte als mögliche Zukunft, diese EG viel weniger. Und ich glaube, das ist nochmal interessant, historisch zurückzuschauen, weil eben die längste Zeit des Kalten Krieges dieses westeuropäische Projekt so unglaublich negativ besetzt war in der DDR. Und im Grunde die DDR ja auch unter den realsozialistischen Staaten besonders wenige Beziehungen zu der EG seit den 70er, 80er Jahren geknüpft hatte, im Vergleich zu Rumänien, im Vergleich zu Ungarn und anderen Staaten. Und das wirkte sich auch in dieser Situation nochmal nach. Man kann das am besten sehen an Meinungsumfragen und da sieht man eben, dass in der späten DDR dann auch in dieser Umbruchsphase des Frühjahrs 1990 das Wissen, das reine faktische Wissen über diese EG ganz besonders gering war. Und das erklärt, glaube ich, auch, dass das irgendwie wie so, eben, ich habe den Begriff vielleicht ein bisschen hanseatisch inspiriert, des Beifangs verwandt zur deutschen Einheit, dass man sich eigentlich dessen gar nicht so sehr darüber Gedanken machte, weil einem das erstmal so fremd war. Also das, was an Jahrzehnten
an Debatten in Westeuropa über dieses Einigungsprojekt gelaufen war, das wurde im Grunde in diesen wenigen Monaten der späten DDR nicht nachgeholt. Und ich glaube, und das ist dann eher nochmal ein Tagungsthema dann für morgen und übermorgen, nochmal genauer zu schauen über das Deutsche hinaus, das wir jetzt im Podium hier aus pragmatischen Gründen in den Vordergrund gestellt haben, was denn die Lücke für die anderen europäischen Staaten heißt. Weil das hier kann ja nicht nur um Deutschland gehen. Und da finde ich, um es nur mit einem Satz zu sagen, genauso interessant, dass das Interesse an der DDR, sozusagen die späte DDR als eigenständigen Akteur zu verstehen, eigentlich oft auch erstaunlich gering war. Wenn man da in die Akten schaut, ist es dann so, dass es um Deutschland geht. Es ist dann stark über Westdeutschland auch verhandelt worden und quasi die Eigenlogik, das Eigengewicht sozusagen der DDR in diesen Verhandlungen in vielen der Debatten eigentlich eine sehr nachrangige Rolle spielt. Also insofern geht es um eine historiografische Lücke von Aufarbeitung, aber auch eine Lücke, glaube ich, von Aufmerksamkeit der Akteurinnen und Akteuren der damaligen Zeit. Wir haben noch zwei Fragen. Einmal der Herr in der Mitte genau und dann Herr Professor Kurzur. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Wirsching. Vielen Dank für die beiden Beiträge, was sind die hochfliegende Erwartung oder die Hoffnung gewissermaßen, die auch auf die europäische Gemeinschaft sich richtet, aber nur sehr kurz und auch sehr gering ausgedrückt wird, dann doch sehr schnell verfliegt. Und mir stellt sich ein bisschen die Frage, um jetzt auch mal von dem Germanozentrismus etwas wegzukommen, wie man denn diese DDR-Erfahrung mit Europa und diese ostdeutsche Erfahrung mit Europa denn in einen größeren Zusammenhang einordnet. Denn ich meine, ganz entscheidend ist in der Tat die Hoffnung auf ein Haus Europa, auf irgendeine europäische Gemeinschaft, die auch eine Wertegemeinschaft ist, eine geistige Gemeinschaft und so weiter. Und dann prallt das sozusagen auf das kalte, administrative Europa mit den ganzen Verwaltungs- und irgendwie hört dann die Lust auf an der ganzen Geschichte. Das ist ja aber nun überhaupt kein irgendwie geartetes ostdeutsches Phänomen, sondern das geht auch schon. Ich meine, wir haben in den ostmitteleuropäischen Städten diese ganz große Hoffnung zurück nach Europa. 2004 gibt es ja auch noch wirklich Jubel, wenn die Grenzzäune niedergerissen werden. Aber die Enttäuschung, die fängt zum Beispiel mit polnischen Repräsentanten, die ja dann mit der Europäischen Gemeinschaft schon über Hilfsprogramme und künftige Beziehungen verhandeln, schon sehr bald an, weil sie nämlich merken, das ist eine Paragraphengeschichte und wir sind auch in einer schwächeren Situation und. Also meine Frage ist einfach die, ist das denn nun wirklich ein Sonderfall oder der deutsche Fall oder ordnet sich das nicht ein in ein gesamteuropäisches Problem wechselnder kognitiver Dissonanzen auch, die ja, ob die vermeidbar waren oder nicht, ist vielleicht noch mal eine andere Frage. Und daran anknüpfen würde ich Herrn Schulze gerne fragen, ob Sie damals im neuen Forum beziehungsweise in den Jahren 1990, 91 diese gemeineuropäische, also verglichen auch mit den ostmitteleuropäischen Ländern, diese gemeineuropäische Erfahrung eigentlich geteilt haben. Ja? Also ob es da Kontakte Präsidenten wird, er ist auf der Burg in Prag und ist deprimiert, weil er nämlich jetzt diese ganzen Dinge auf sich zukommen sieht, die man gewissermaßen verwaltungsmäßig regeln muss. Das ist eben der große Absturz, der, glaube ich, eine ganz grundlegende Erfahrung gewesen ist. Also ist das so, gibt es da so etwas in Ihrer Erfahrung von einer gemeinen postkommunistischen, wenn man so will, Erfahrung? Oder würden Sie auch stärker die spezifischen ostdeutschen Befindlichkeiten in der Hinsicht betonen? Herr Tell, wollen Sie mal anfangen, bevor wir Herrn Schulze noch mal einbinden? Gerne, sehr gerne. Also das ist eine sehr gute Frage, die mir auch sehr wichtig ist, dass eben nicht nur in deutscher Nabelschau zu begreifen. Ich würde argumentieren wollen, dass der deutsche Fall insofern eben besonders ist, als der Weg in dieses institutionalisierte Europa ganz besonders kurz ist und insofern die deliberative und die experimentelle Phase ganz besonders kurz und dann eben das Regelwerk auch sehr viel schneller und härter durchgreift, als das eben dann in den anderen ostmitteleuropäischen Gesellschaften der Fall ist. Natürlich ist es so, dass es da Annäherungsprozesse gibt, die bereits vor 2004 und dann mit dem 5. Beitritt zur Europäischen Union stattfinden. Aber es ist doch so, dass das weniger schockartig ist und viele der Transformationen, sei es in Polen zum Beispiel mit Leszek Balcerowicz, also diesem Finanzminister, der eben schon starke Reformen einführt, dann auch in Kooperation mit Jeffrey Sachs und mit vielen anderen, quasi dem Beitritt zur Europäischen Union lange vorgelagert sind. Also insofern scheint mir der Fall durchaus eigen zu sein.
Und zugleich würde ich nicht argumentieren wollen, und das wäre sozusagen das klassische Sonderwegsargument, alle sind so, nur die DDR oder Ostdeutschland ist anders. Also wenn man sich da auch nochmal, nur um es ganz knapp zu halten, das Beispiel der Meinungsumfragen anschaut, die auch erhoben werden schon in den 90er Jahren für andere ostmitteleuropäische Gesellschaften in Bezug auf die Sicht, in Bezug auf das institutionalisierte Europa, dann sieht man, dass das Ostdeutschland oder die noch DDR irgendwo in diesem ganzen Spektrum sich bewegt und man im Grunde nochmal sehr spezifisch dann die polnische, die tschechische, die slowakische und so weiter Erfahrung genau und zielgenau für das jeweils andere Land untersuchen müsste, um die Abstände zu verstehen und zu vergleichen, warum im Vergleich zu manchen Ländern die DDR sozusagen sich dann noch proeuropäischer positioniert und im Vergleich zu anderen weniger. Es ist nur eben auffallend, dass man seit 1992 einen sehr markanten statistischen Abstand zwischen Ost und West innerhalb der Bundesrepublik ausmachen kann. Und der schließt sich nicht über die Zeit, wie man vielleicht annehmen könnte, wenn man sagt, naja, das ist so ein Übergangsphänomen, ein Transformationsproblem, das heilt, das sind die Wunden, die Zeit dann heilen würde. Das ist nicht der Fall. Und das andere ist, glaube ich, dann nochmal interessant und das zeigt eben auch, und das ist, glaube ich, so wichtig, Osteuropa, Ostmitteleuropa, das ist nicht ein Container. Es gibt nicht den einen Ostblock, die Erfahrungswelten, auch die politischen Wege, auch die Transformationsprozesse sind da nochmal sehr, sehr unterschiedlich und spezifisch und darauf werden wir auch morgen und übermorgen ja nochmal eingehen können. Insofern lohnt es sich da sehr viel genauer hinzuschauen. Insofern, wenn Hélène Millard-Delacroix nochmal auf die Lücke, die europäische Lücke hingewiesen hat, dann ist die eben auch meines Erachtens ganz besonders groß, wenn man den Blick über Deutschland nochmal hinausläuft, blickt. Und zugleich ist es interessant, das im Gespräch miteinander zu tun. Also das ist ja auch das Anliegen, das eben aus den Verinselungen der jeweiligen Debatten herauszuführen. Herr Schulze, an Sie nochmal die Frage aus dem Publikum zur Erinnerung. Haben Sie damals im neuen Forum gemeineuropäische Erfahrungen geteilt? Wissen Sie, ich war natürlich in der ostdeutschen Provinz in Altenburg und wir hatten mit dem Überleben unserer Zeitung so viel zu tun. Das war sozusagen Entpolitisierung ist vielleicht das falsche Wort, aber wissen Sie, Politik war alles, es war alles davon durchdrungen. Und am 3. Oktober oder 2. Oktober war ich einer, der sozusagen noch nebenbei ein Anzeigenblatt gespielt oder die Gesellschaft. Das spielte gar keine Rolle. Also insofern kann ich da nicht wirklich auf diese Frage antworten, weil ich in einer ganz anderen Position war und das neue Forum dann schon keine Rolle mehr spielte. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, dass wir natürlich 89 als eine gesamtosteuropäische Sache sahen. Also Havel war präsent auf den Demonstrationen und ich weiß noch, wie jemand kam in ganz frühe Demonstration Freiheit für Havel, der war da kurz inhaftiert. Also das wurde schon immer wirklich mitgedacht, auch natürlich mit Polen. Und das interessant ist, glaube ich, dass die DDR-Opposition, die sich da gebildet hat, ist, glaube ich, die einzige osteuropäische oder mitteleuropäische Opposition gewesen, die sich nicht national definiert hat. Also die anderen mussten sich alle gegenüber der Sowjetunion oder dann Russland abgrenzen. Da war das sozusagen das Nationale ein Oppositionsmerkmal. Das fiel bei uns weg. Wir waren dann ja eher, dass wir sagten, ja, warum öffnen die sich nicht weiter nach Moskau? Das war eine gewisse Verkehrung. Aber ich denke, wir müssen das alles gerade unter den heutigen Erfahrungen noch unter so einem anderen Rahmen stellen. Also mich hat das sehr, sehr beschäftigt, was da in Afghanistan passiert ist. Und man merkt mit diesem, jetzt wo der Klimawandel so unmittelbar durchschlägt und mit dem Aufstieg von China und so weiter, dass sich sozusagen so eine Epoche dem Ende neigt, die mit dem Fall der Mauer und dem Fall von Kabul, wenn man das jetzt mal sehr überspitzt sagt, und unter der Erfahrung von dem, was heute notwendig ist, dann nochmal auf dieses 89 zu gucken und was da an Möglichkeiten und warum verschenkt worden ist, mit welchen Absichten, was nicht gesehen werden konnte, was nicht gesehen werden wollte. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und deshalb war mir das jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich Sie so lange damit auch belatschert mit diesem Zitat aus diesem neuen Forum, weil da, Kieran Patel hat es ja auch erwähnt, es waren
einfach Dinge wurden diskutiert, die wo wir heute plötzlich widerstehen und wo man denkt, haben wir jetzt 30 Jahre vielleicht im Überlebenskampf verpasst? Also ich denke, man muss es sogar unter diesem Rahmen auch stellen. Und vielleicht eine allerletzte Sache noch. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das Otto Schily. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Wahl vom 18. März war oder dann die Bundestagswahl im Dezember. Der trat mit einer Banane vor die Kameras. Also so ungefähr die Ostdeutschen haben den irgendwie die Banane gewählt. Er ist dafür kritisiert worden und das kann man so und so sehen. Aber interessanterweise hat eigentlich niemand und ich auch nicht damals argumentiert, woher kommt eigentlich die Banane? Ist das was an Rhein und Mosel wächst oder woher kommt das? Und es war diese Selbstverständlichkeit, mit der der Osten eigentlich in diese westliche Verfügbarkeit aller Dinge eingestiegen ist. Also dieses 89 war ja eine weltweite Sache. Das hat China umgekrempelt, das hat Indien umgekrempelt, das hat afrikanische Länder umgekrempelt. Was wäre gewesen, wenn gleich Jugoslawien die EG-Mitgliedschaft angeboten worden? Also es hat die ganze Welt irgendwie verändert und das muss man, glaube ich, in den Blick nehmen und was verschenkt worden ist und durchaus sicherlich auch das, ich meine, es ist so ein großer Wert, dass es gewaltlos passiert ist. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Das hat sich ja eigentlich keiner vorstellen können. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber wir haben noch Zeit für eine Frage, oder Herr Professor Kotzow? Ich glaube nicht. Gut. Ich möchte Ihnen zum Schluss, lieber Herr Schulze, lieber Herr Patel, mit der Bitte um kurze Antwort noch eine Abschlussfrage stellen. Wir haben auch im Anschluss noch die Gelegenheit, das ein oder andere Gespräch in kleinerer Runde zu führen. Und diese Abschlussfrage wird sich ein bisschen mit Ihrem Optimismus bzw. Pessimismus beschäftigen und nochmal auf den Titel zurückkommen der Veranstaltung. Herr Schulze, was glauben Sie, wann können wir von einer doppelten Integration sprechen? Wann? Tja, da müssen wir irgendwie nochmal genauer sagen, was damit gemeint ist. Man könnte jetzt einfach, also gut, man könnte dann eigentlich, also sagen so, mir ist der Rahmen, das jetzt europäisch zu denken, irgendwie zu wenig. Also Europa steht ja so, wie es sich verhält, müssen ja nur mal die Migrationspolitik uns angucken, ja auch irgendwie in Frage. Und ich kann nur irgendwie sagen, es geht nicht um humanitäre Sachen, es geht um Mitverantwortung. Und das, ich war eben jetzt gerade in Rumänien und habe gesehen, wie die Roma leben. Das ist so ein Schock für mich gewesen. Ich habe schon mal in der Slowakei gesehen. Also es sind sowohl bei uns so viele schreiende, ganz grundsätzliche Probleme, wie auch im Nord-Süd oder Konflikt, dass ich jetzt sagen, eigentlich ist das, was in Europa ja, also wir müssen uns einfach unserer Verantwortung bewusst werden als Bürger, als Region, als Land, als europäische Gemeinschaft. Ich meine, ich denke, die EU-Richtlinien sind wirtschaftlich weiterhin neoliberal. Ich weiß nicht, ob wir so überleben werden. Lieber Herr Patel, auch an Sie zum Schluss die Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Wann können wir von einer doppelten Integration sprechen? Doppelte Integration ist für mich eher Sonde als wirklich Weg oder gar Ideal. Also ich glaube, der Integrationsbegriff ist sowieso problematisch. Das sehen wir in der Migrationsdebatte, aber wir sehen ihn übrigens auch in der politischen Integrationsdebatte im Kontext der Europäischen Union. Ein Begriff, der häufig dann auch, wenn man seine Ursprünge sich anschaut, in einem Kontext entstanden ist, der auf ein föderales Modell der Vereinigten Staaten von Europa eigentlich erstmal gedacht war, und zwar übrigens erstmal von amerikanischen Akteuren in der frühen Nachkriegszeit so besetzt worden ist. Und ich glaube, da sehen wir, dass das eigentlich heute von den politischen Möglichkeiten relativ weit weggedreht ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald die Vereinigten Staaten von Europa haben, ist, glaube ich, weniger etwas, was heute diskutiert wird, als vor 20 Jahren. Und zugleich, glaube ich, ist es eben so, dass die Fragen, die sich mit der doppelten Integration verbinden, fast interessanter sind als schon auf europäischer Ebene. Der ist das, was uns
hier zusammengebracht hat und was uns, Herrn Schulz und mich, wenn ich das so sagen darf, erstmal interessiert hat, den weiter voranzutreiben. Und das möchte ich in den Vordergrund stellen. Lieber Herr Patel, lieber Herr Schulz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für diese Diskussion. Ihnen hier im Saal in der Patriotischen Gesellschaft danke ich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, auch den Zuschauern im Livestream. Bleiben Sie gleich noch einen Moment bei uns beim Empfang, schnappen Sie sich Ihren Lieblingsgesprächspartner natürlich entsprechend der Hygiene- und Abstandsregeln. Bleiben Sie gesund, einen schönen Abend und auf bald.